Ja, gebürtige Kenianerin, groß gewachsen in einem kleinen Bauernhof. Wir hatten Kühe, wo wir Milch auch selber gemolken haben. Maismehl, ganz frisch, habe ich immer noch diesen Geruch in mir. Und die Kindheitserinnerung, Heimweh, ganz viel Heimweh durch das Essen auch. Und deswegen habe ich überlegt, ja, die ganze Kultur nach Deutschland zu holen. Zu unserer Menükarte. Es ist reichlich, haben wir ganz viel vegan, vegetarisches Essen mit Fleisch, mehr Früchte. Wir versuchen wirklich mehr naturbelassene Produkte und auch Bio zu verwenden. Ganz wichtig ist auch Produkte, die aus der Region herkommen. Für jeder nach Eventbedarf. Wir machen Lieferservice, wir organisieren Geburtstage, wir machen Firmapartys und wir sind auch unterwegs mit unseren Anhängern. Das heißt, uns kann man mieten.